porte de bras, relevez demi-pointe, dégagez à la seconde et fermez. Noch härter als ihre Mitschüler zu Hause wird Anna in Paris von der bedeutenden Tanzpädagogin Madame d'Abbonville für einen internationalen Tanzwettbewerb gedrillt. Die Kralova hatte Anna als Einzige nach Paris geschickt. Nicht einmal Jakob wurde diese Ehre zuteil. Das tat ihm weh. Und Anna auch. Vater Pelzer verzehrt sich vor Sehnsucht nach seiner Prinzessin, wie üblich. Mutter Pelzer glättet die Wogen in der Familie, auch wie üblich. Doch Rainer leidet am meisten unter der Trennung. Immer häufiger unterzieht er sich wahnwitzigen Mutproben, von denen er behauptet, er habe alles genau kalkuliert. Anna begeistert sich in Paris für Jazzdance, sehr zum Missfallen der Madame d'Abbonville, die meint, Anna sei noch zu jung für den Beifall. Merci! Les enfants, bis zum nächsten Mal. Jakob? Ja? Fährst du gerne Eisenbahn? Ja, wieso? Lange Strecken mag ich nicht. Sie wollen nach Paris? Ich konnte diesen Leuten ausreden, nach Paris zu fahren. Diesen Pelz. Und wenn Anna es möchte? Anna würde verkrampfen. Wenn man alles gibt, verkrampft man immer. Madame Kralova. Ruf die Zugauskunft an. Wir müssen nämlich rechtzeitig zur Matinée in Paris sein. Wissen Sie schon was Neues? Hat Anna denn wirklich Chance? Sie wird gewinnen. Zweite und dritte Wahl schicke ich nicht nach Paris. Juhu! Und wenn mir diese Kralova die Paris-Reise zum dritten Mal ausreden will, wir fahren da trotzdem hin. Tina bleibt im Geschäft. Hat sie selber angeboten. Vielleicht hat die Kralova doch recht. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Stefan, diese Frau ist ein Tyrann. Ein richtiger Dämon. Ich versuche sie doch nur zu verstehen. Ja. Ach, ich bitte dich, ein Tyrann, ein Dämon. Udo, du übertreibst. Und Übertreibungen sind an sich mein Geschäft. Ja, jetzt tu doch bloß nicht so. Ich weiß ganz genau, dass Anna sich oft genug über die Kralova beklagt hat. Ja, ich weiß, trotzdem. Hallo. Hm. Ach, guten Abend, Philipp. Sag mal, da gab es noch so eine Mathematikarbeit, so eine wichtige. Hast du die eigentlich zurückbekommen? 12 Punkte. Aha. Und ist das gut, Philipp? Ziemlich gut. 2+. Das liegt weit über seinen bisherigen Leistungen. Ja, das freut mich. Meinst du, du schaffst es? Jetzt macht ihr euch mal keine Sorgen. Ich fahr mein Abi locker mit... Weiß. Locker mit 3,4. Nein, jetzt mit 3,3. Hm? Jetzt hört doch auf. Diese blöde Rechnerei versteht doch eh kein Mensch. Okay, Stefan. Wir lassen Anna entscheiden. Wir überraschen sie nicht, wir fragen sie. Jetzt gleich. Aber die schläft doch schon. Schläft überhaupt nicht. Ja. 00331. Natürlich würde ich mich freuen, einerseits, aber andererseits... Mama, die anderen Mädchen grüßen mich schon nicht mal mehr. Es ist ja wie in einem Wespennest. Heute hat Madame eine halbe Stunde länger mit mir trainiert als mit den anderen. Und schon reden die von Schiebung. Ich habe das unter der Dusche ganz genau gehört. Ja. Mhm. Weißt du, Mama, ein Mädchen kommt aus Barcelona und hat ganz arme Eltern. Ich fürchte, ich wäre dann die einzigste Schülerin, bei der die stolzen Eltern aufkreuzen würden. Ich wäre ja sofort dafür. Aber andererseits... Ja, einerseits und andererseits. Redest genau wie Anna. Gut, gut. Ich akzeptiere Ihre Entscheidung. Ich wünsche mir, dass Sie den ersten Preis nicht gewinnt. Wie kannst du nur so denken?
Ich hab solche Angst um sie. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Und ich muss mir gleich umziehen. Mesdames et Messieurs, il est 9h45 et dans 45 minutes va commencer le concours international de danse. Merci. Meine Damen und Herren, es ist 9 Uhr. Et nous avons 40 minutes pour terminer vers l'international de danse de l'air. Guten Morgen, Kind. Wie siehst du denn aus? Guten Morgen, Madame. Ich habe die ganze Nacht Zahnschmerzen gehabt. Ah, Lampenfieber, bonjour. Auf keinen Fall Tabletten nehmen. Beim Vortanzen ist das alles wie weggeblasen. Ich hatte immer Rückenschmerzen. Anna, how you doing? What's the matter? Ich habe so Zahnweh. Warum gehst du denn nicht zu der Dentist? Weil ich gleich Auftritt habe. Das dauert doch zu lange. Komm mal, komm mal. Monsieur, she has Zahnweh. Dreimal. Komm, hoi. Susanne, er hat eine Idee. Bitte. Get out of here. Alle hier üben, da kommt man ja überhaupt nicht mehr vorbei. Je crois qu'elle est par là. Merci, monsieur. Madame. Irina. Frau Kralova. Jakob, das ist aber eine Überraschung. Ich habe heute Nacht kein Auge zugetan. Hoffentlich ist es dir recht, dass ich auch da bin. Sind deine Eltern hier? Gut so. Wir müssen unter uns bleiben. Und ich muss mal... Anna! Entschuldigung. Lampenfieber. Thank you.
Vous avez vu la petite avec le tutu noir? Ah non, non, non. Mais elle est peut-être par là. Anna Kim, wir suchen dich. Voilà. Mir geht's auch immer schlecht vor einem Auftrag. Das vergeht. Hauch Jakoban. Das habe ich wegen der Zahnschmerzen gebraucht. Und jetzt sind die Schmerzen weg. Fuchikato. Fuchikato. Noch niemals hat eine Ballerina auf der Bühne Zahnschmerzen gehabt. Hast du dich aufgewärmt? Wir beide gehen in den Übungssaal. Am besten ich arbeite mit ihr. Machen Sie sich keine Sorgen. Stoit. Lass mal die Stange los. Du bist ja besoffen. Ich habe ehrlich nur 4 Schlückchen von dem Zeug getrunken. Den ersten habe ich wieder ausgespuckt. Und dann waren die Zahnschmerzen fast weg. Den zweiten habe ich runtergeschluckt. Und da wurde es mir ganz warm im Bauch. Und der dritte und der vierte, die haben mich dann unheimlich beruhigt. Ja, und das merkt man. Ich habe ehrlich noch nie Alkohol getrunken. Das schwör ich dir. Das ist es ja. Ich mache dir einen starken Kaffee, das hilft sicher. Ich mag aber keinen Kaffee. Überhaupt nicht, wenn schon Tee. Ohne was. Minuten vor 11. Ja, ich weiß. Die können noch gar nicht angerufen haben. Ist ja noch nicht so weit. So ein Wettbewerb wird nicht von jetzt auf gleich entschieden, Herr Weirader. Da wird geredet, diskutiert, verglichen. Das ist eine schwere Entscheidung. Hat Anna wirklich Chancen, Chef? Ja, selbstverständlich. Ja. Das doch endlich. Ich habe ja schon einen richtigen Wasserbauch. Hol mir lieber ein Brötchen. Hm? Ich habe plötzlich wahnsinnigen Hunger. Du willst jetzt wirklich was essen? Kurz vor deinem Auftritt? Oh, ich flipp noch aus mit dir. Aber bitte, wenn du unbedingt auf die Bühne kotzen willst.
haben das Mädchen kaum angesehen. Ich sehe, was ich sehen muss. Haben Sie irgendwelche Fehler entdeckt? Noch etwas unsicher im Stand. Sind doch Kinder. Der eine trinkt vor Aufregung Mineralwasser, die andere stopft sich den Magen voll, andere rauchen. Dieses Mädchen hat Zahnschmerzen. Du warst trotz allem gut. Und warum musste ich mich dann übergeben? Naja, jetzt geht's mir aber schon viel besser. Brauchst du noch was? Tee oder Käsebrötchen? Mesdames et Messieurs, les numéros, s'il vous plaît. Die Nummer, bitte. Les numéros suivants sont éliminés. Alors, diese Nummer sind nicht mehr. Le 2. Oh nein. Le 4. Le 7. Et le 11. Pour déterminer le vainqueur, nous allons procéder à un second tour. Jetzt werden wir in einem zweiten Tour den Sieger bestimmen. Je suis désolé. Es tut mir leid, das ist alles. Merci. War es das nicht toll, Susi? Herzlichen Glückwunsch. Was meinst du? Hatten wir Glück? Na, nicht nur Glück. Ich hatte nur Glück, oder? Du musst dich jetzt noch ausruhen. Ich muss zum Zahnarzt. Das ist Paris. Ja, Pelzer hier, Pelzer. Ja, Jakob, was ist mit... Ach du Schreck. Also früher hatten wir in Strasbourg auch eine sehr gute Compagnie de Danse. Et voilà. Rincez-vous, s'il vous plaît. Ah, spülen. Oui, spülen. Jetzt könnte es etwas wehtun. So, so. Aber ich kann leider nicht sagen, Zähne zusammenbeißen, weil da müssen wir ja durch. Aha. Sie wollten ja keine Injektion. Ah, ah. Dann würden Sie überhaupt nichts merken. Ah, ah. Ja, préparez le plombage. Lequel? Ah. Amalgam oder Porzellan? Schalenweiß. Pardon? Schwanenweiß. Halt! Moment! Anna, wir müssen zurück ins Theater. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber in 20 Minuten beginnt die Preisverleihung. Belastungsprobe nennt man das, glaube ich. Sie? Ach, es interessiert dich wohl gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich? Ich glaube, dein Alkoholspiegel ist immer noch nicht gesunken. Erst wenn man kommt an die Kloster, soll man die Schuhe ausziehen. Alte chinesische Weisheit. Ach du Schreck, die Schuhe muss ich auch noch wechseln, wenn wir im Theater sind. So? Oh. Na komm, beeil dich, Jakob, wir müssen ins Theater. Ach, du Schlange. Da schau mal, da sind ja welche. Ein bisschen groß für mich, oder? Hey, jetzt auf mit dem Blödsinn. Hey, geh vielleicht ins Theater mit mir. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, ich weiß ganz genau, was hinter meinem Rücken erzählt wird. Zum Beispiel, dass man eine Jury, der ich vorsitze, ruhig nach Hause schicken könnte, da sich an meiner Entscheidung keiner vorbeizudrücken traut. Ich bin in einem Alter, da man die schonungslose Wahrheit ertragen kann. Und darf sagen, der Vorwurf stimmt. Unsere wirklich kenntnisreiche, ausgezeichnete Jury war meiner Meinung. Wo warst du denn? Den ersten Preis
hat die Jury nicht vergeben. Wow. Den zweiten Preis erhält Laurence Andrea Mampianina von Madagaskar. Den dritten Preis Chris White von Attenborough. Den Sonderpreis der Jury, verbunden mit einem Studiensemester in der Ehrenklasse der Pariser Oper, erhält Susanne Höflehner aus Wien. Anna Pelzer! Obwohl du bei unseren Proben besser warst. Jetzt habe ich uns vergessen. Anna in Paris. Auf Anna. Auf Anna. Besoffen tanzen und dann siegen. Echt Anna. Sicher war ich mir aber doch nicht. Manchmal habe ich schon einen ziemlich großen Mund. Oh, Mademoiselle üben sich neuerdings in Bescheidenheit. Was hat sie dazu bewegt? Vorher hätte ich fast vor Wut geheult. Verstehe ich. Madame d'Arbonville hat dich auch ganz schön zappeln lassen. Das macht die Schüler hart und bescheiden. Aber weißt du, Anna, ich würde ja nie so ein Studienjahr angeboten bekommen. Quatsch. Du bist doch einer der Besten auf unserer Schule. Ja, aber einer der Besten heißt nicht der Beste. Ach, Jakob, ich bin so happy. Stell dir vor, ein Jahr Paris. Und dass die Kralova das mitgekriegt hat. Und du? Meine herzlichen Glückwünsche. Nochmal. Ach, so etwas ist dir jetzt wichtiger. In 5 Minuten müssen die Preisträger forttanzen. In 5 Minuten. Bis nachher, Jakob. Anna. Ich freue mich wirklich. Aber andererseits gleich ganz nach Paris? Das geht alles so schnell. Kommen wir doch mal in die Pariser Oper. Ich restauriere Paris. Sacre dame, notre coeur. Ich besorge mir Aufträge in Paris. Bei den Franzosen ist sicher viel kaputt. Wer sagt denn überhaupt, dass sie das Stipendium annimmt? Wenn meine Tochter sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das auch durch. Thank you.
Ich werde, glaube ich, nach London gehen. Ich habe dein Angebot für ein Musical. Gut. Viel Glück, Jakob. Aber ich... Fahr sofort, gleich. Auf Wiedersehen. Was kann er denn bloß sein? Was? Jakob! Vielleicht besucht er Freunde. Oder eine Freundin. Haben Sie mit ihm gemeckert? Nein. Ich habe ihm eine geknallt. Was? Vielleicht war es ein Fehler, aber in dem Moment war es richtig. Frau Kralova, warum müssen Sie sich immer in alles einmischen? Jetzt fang nicht an, von Liebe zu reden. Und wenn Jakob sich nun irgendwas antut? Er ist nämlich sehr sensibel. Wir müssen ihn suchen. Müssen wir nicht. Er ist nach London gefahren zum Musical. Und das sagen Sie mir erst jetzt? Es ist seine Entscheidung, ob er mit uns zurückfährt oder nach London geht. Wissen Sie, wenn Jakob sich für so etwas wie eine Reise nach London entschließt, dann sind Sie damit einverstanden. Und trotzdem schmieren Sie ihm eine. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Anna, es war alles heute ein bisschen zu viel für dich. Zahnschmerzen, Alkohol, Stipendium. Der erste Kuss, da musst du ja durchdrehen. Komm. Nein, ich bin noch nicht fertig mit Packen. Ich warte unten. Aber das dauert noch. Vorsicht, das Kabel. Du willst mich reizen. Ja, und ich habe auch gewonnen. Und warum willst du nicht die Pariser Oper von innen anschauen? Weil Sie nicht mitgehen wollen, Frau Kralova. Und außerdem möchte ich bei Ihnen weiter studieren. Aber Stipendium ist eine einmalige Chance, Anna. Vielleicht bereust du es eines Tages. Ich möchte erst in Paris studieren, wenn ich so gut bin, wie Sie es einmal waren. Madame d'Abonville hat nämlich fast einen Hofnix gemacht, wenn sie von Ihnen gesprochen hat. Mir schon besser. Trotzdem, Sie hätten Jakob nicht nach London fahren lassen sollen. Das weiß ich, ob er wirklich nach London gefahren ist. Stronzo. Anna!
Weißt du, dass ich halb Italienerin bin? Scusi. Warum gibt es in diesem Haus kein Kursbuch? Oder wenigstens einen Fahrplan? Ich möchte dir jetzt anständig gratulieren und vor allen Dingen einen Kuss von dir. Aber ohne Jakob macht das Feiern keinen Spaß. Langsam, Anna, langsam. Willst du mit ihm vielleicht Romeo und Julia tanzen? Vorsicht, ne? Anna! Ganz ruhig, eins nach dem anderen. Jetzt wollen wir erst mal richtig feiern. Wenn wir schon in Paris an deinem Erfolg nicht teilnehmen durften, würde die Prima Ballerina freundlicherweise einen Teil ihrer kostbaren Zeit opfern, um uns Daheimgebliebenen zu berichten, wie es in Paris eigentlich war? Vielleicht ist er ja gar nicht in London. Warum ruft dieser Idiot denn noch nicht einmal an? Dass ich wenigstens wüsste, wo er wohnt. Wenn er überhaupt wo wohnt. Du oder ich? Fangen wir einfach mal an, hm? Genau. Wir sitzen ganz alleine auf der Treppe. Wann hast du Mami zum ersten Mal geküsst? Wann? Ja, das Wagen. Tja, ich kenne Mutti ja jetzt schon sehr lange. Aber an sich habe ich sie lange vor der Tanzstunde geküsst. Wann hast du sie zum ersten Mal geküsst? Geküsst habe ich sie. Ja, da müsste ich jetzt mal Mutti fragen. Aber ja. Ach so, jetzt soll ich. Ja, natürlich. Da frage ich. Aber ich meine richtig geküsst. Ja, richtig geküsst. Ich weiß schon, was du meinst. Mutti, wann habe ich dich eigentlich zum ersten Mal da geküsst? Nein, ja, ich weiß das doch. Ja. Ich weiß, das hätte ich auch ohne Mutti gewusst. Ah, pass auf. Das war im Mai. Beim Mittelball. Stell dir vor. Pause, der Saal furchtbar heiß. Und ich wollte jetzt Mutti immer rauslocken, nicht in den Park, klar. Und draußen war ein Sauwetter. Mutti mit dem Petticoat und sagt, nein, nicht mit rausgehen, weil die Stärke geht raus sonst und so. Ich damals, Kragen viel zu eng, überhaupt war alles viel zu eng. Warum ruft er nicht an? Oh no. Oh. Komm doch gleich alles, Philipp. Ich geh nach Haus. Stefan, fertig. Nein, mach ich. Okay. Bis bald, Renner. Mhm. Bitte fahr mich nicht mit dem Auto nach Hause. Lass uns zu Fuß gehen. Das wird aber ein langer Marsch. Eben. Also Wiedersehen, Rainer. Und lass dich bald mal wieder sehen. Wiedersehen, Frau. Es kann dich immer jemand abholen, wenn du willst. Ich weiß. Danke. She takes.
Sag mal, spinnst du? Ach, voll das, Rainer. Was willst du damit beweisen? Nichts. Das ist jetzt auch noch gedreht. Bravo. Das ist doch wohl echt eine Waffe. Lass los, ich kann alleine machen. 23. Concours International. Prix Special du Jury. Présidé par Madame d'Orbonville. Das war sie. Décerné à Mademoiselle Anna Pelzer. Reicht's jetzt? Jetzt dreh es nochmal um. Sag mal, spinnst du? Was soll das, Rainer? Was willst du damit beweisen? Das ist ja doch noch gedreht. Oh Gott. Warum machst du das, Junge? Weil ich es kann, Mutter. Ich bitte dich, Rainer, mach so etwas nie wieder. Ich habe sonst keine ruhige Minute mehr. Versprich es mir. Philipp, meinst du, du schaffst das heute noch? Mensch, ich muss ins Training. Weißt du, wie spät es ist? Oh, hab ich es geträumt. Jetzt komm, Andiamo. Ja, ich komm ja schon. Ist ziemlich spät nach Hause gekommen heute Nacht, ne? Ja. Ist jetzt eine Freundin? Eine Hunderte. Wie gefällt dir eigentlich Sigrid? Wen? Na, tu doch nicht so, Sigrid. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Vorbei. Ich wollte mich von dir verabschieden. Ich gehe nach London. Ciao, Bella. Ja, aber ich denke, du bist in London. Jakob. Jakob, warte doch. Viel Glück, Anna. Du blöder Feigling. Studentin. Was denn? Hey, Anna! Machen Sie bitte weiter. Wie Sie klatschen, Assi. Hey, du weinst ja. Mademoiselle, Monsieur. An die Stange. Anna, komm in mein Büro. Wir müssen zusammen sprechen. Es war vielleicht ein Fehler. Warum haben Sie gesagt, er sei in London? Sie haben nicht das Recht, sich über... Bitte wieder rein, komm.
Anna! Anna! Du wusstest doch, dass die Karlova krank ist. Wir wussten das immer alle. Ich hab sie noch so angeschrien. Anna! Sigrid! Komm! Komm. Doktor? Ja. Ich heiße Anna Pelzer und bin eine Schülerin von Frau Kralova. Frau Kralova liegt hier? Ja. Wie geht es ihr? Du bist eine Schülerin, keine Verwandte. Ich darf dir keine Auskunft geben. Und wenn Frau Kralova keine Verwandten hat? Auch dann nicht. Herr Doktor, unsere ganze Klasse verehrt Frau Kralova. Sie ist eine der besten Lehrerinnen der Welt. Bitte. Sie ist sehr krank. Ich muss sie aber sehen. Nein. Na komm. Danke. Hallo. Ich bin's, Anna. Komm. Wer übernimmt denn jetzt euer Training? Ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Du kannst es dir noch überlegen, Anna. Du kannst nach Paris gehen. Und Papa? Tja, es war nicht leicht, ihn rumzukriegen. Und wer hat es diesmal geschafft? Ich habe einfach zu ihm gesagt, er kann genauso gut gleich Ja sagen. Weil du ja sowieso deinen Dickkopf durchsetzen würdest. Nein, ich bleib hier. Wieso? Mama, die Kralova muss gesund werden. Ohne die kannst du das Ganze vergessen. Da fällt Papa sicher einen Stein vom Herzen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sowas werde ich nie lernen. Willst du es lernen? Ich zeig's dir. Nein. Narzissus, Poeticus und Krokus, all die Flores zusammen. Sehr schlimm. Mir fällt schon was ein. Wenigstens eifersüchtig darf ich sein, oder? Aber du hast nie gezeigt, dass du mich magst. Weil du nur an dich denkst. Du hast es ja gar nicht gemerkt. Okay, vielleicht ist es meine Schuld. Ich bin immer lustig, habe immer einen Spruch drauf. Und Jakob? Jakob ist natürlich ein ernsthafter Künstler. Und außerdem... Nun mach aber mal einen Punkt. Du bist schließlich mein bester Freund. Ah, vielen Dank. Vielen Dank. Einer wartet doch. Bleib doch stehen. Ich kann doch über alles reden. Worüber denn, hä? London spukt dir doch schon die ganze Zeit im Hirn rum. Um ihn vor der Revue zu retten. Tch, wolltest gestern doch schon fahren. Hä? Na eben. Anna, für dich. Komme. Ich hab mir gerade das Video von... Auch gut. Aber sag mal, bist du damals so schnell... Ja, die Kralova ist im Krankenhaus. Aber wie geht's dir denn? Ja, das hoffe ich ja wohl auch. Du bist ja schon... Ach so. Aha. Ja, ist gut. Danke. Danke für den Anruf.
körperliche Bewegung auf der einen, bewussteres Ernähren auf der anderen Seite. Das waren die zwei wesentlichen Faktoren in Bremen. Zweimal in der Woche traf man sich auf dem Schulhof zur gemeinschaftlichen Gymnastik unter fachlicher Anleitung. Nach der Gymnastik machten sich die einzelnen Gruppen auf, unter anderem wie hier zum Joggen rund ums Dorf. Alles okay? Außer vom Arzt wurde die Aktion mitgetragen. Sag mal, Anna, macht der Rainer mit dir eigentlich auch manchmal solche Sachen wie bei Rot über die Ampel fahren und sowas? Ja, manchmal. Dann gewöhn ihm das ab. Hier bringst du einen Kaktus zum Quatschen, als dass du dem was abgewöhnst. Könnte es vielleicht sein, dass er absichtlich manchmal bis an die Grenzen solchen Unsinn treibt. Manchmal schien es, als sei das Ganze. Davon habt ihr mir ja noch nie was erzählt.